Ein mildes Urteil im sogenannten Betonplatten-Prostituierten-Mord von der Weser. Nachdem die drei Täter die 19-jährige Andrea K. erst zur Prostitution gezwungen und sie dann wie Müll in der Weser entsorgt hatten, müssen sie jetzt nur für 8, 3 und 2 Jahre ins Gefängnis. Wir blicken noch mal auf den Fall, bevor wir mit unserer Reporterin vor Ort sprechen. Andrea K. aus Niedersachsen. 19 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern, kaltblütig ermordet. Ihr lebloser Körper wird aus einem Seitenarm der Weser nahe dem Ort Balge geborgen. Sie ist nackt, ihre Hände auf dem Rücken gefesselt, an ihren Füßen eine Betonplatte gebunden. Das ist echt hart, so dass deine eigene Schwester, dein Fleisch und Blut, so dass halt kaltmütig einfach so ermordet wurde. So, das ist hart für einen Familienangehörigen. Am 28. April vergangenen Jahres findet ein Binnenschiffer die Leiche von Andrea K. in der Weser. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass die zweifache Mutter noch lebt, als sie unter Wasser gezogen wird. Sie ertrinkt. Andrea wird Opfer eines grausamen Mordes. Mit Hochdruck sucht die Polizei nach ihrem Mörder. Es gibt sogar eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro. Der Fall führt die Ermittler ins Rotlichtmilieu. Haupttäter soll der 40-jährige Stefan K. sein, ein mutmaßlicher Zuhälter aus Nienburg. Er lebt nur knapp 20 Autominuten vom Tatort entfernt. Ich habe gehört, dass diesen Zuhälter irgendwie, dass er ein brutaler Zuhälter ist, habe ich gehört. So, der soll auf jeden Fall in der Hölle schmoren, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Im Zuge der Ermittlungen werden 3 weitere Verdächtige festgenommen. Einer ist der wegen Zwangsprostitution bereits verurteilte Diego D., der Ex-Freund von Andrea. Er soll sie für 2.000 Euro und für den Erlass von Drogenschulden an Stefan K. verkauft haben, damit sie anschaffen gehen kann. Als das nicht klappt, will Stefan K. gemeinsam mit 2 Komplizen die Frau loswerden. Laut Kriminalanalytiker handelt es sich hierbei um eine sogenannte Mischsituation. Es gibt Anzeichen für eine Beziehungstat, aber auch klare Bezüge zur illegalen Prostitution. Dieser Mord war nicht impulsiv oder aus einem Streit heraus spontan passiert. Der Hass, der in diesem Verbrechen deutlich wird, deutet auf eine persönliche Verbindung, eine geplante Hinrichtung. Und aus diesem Grund fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für Stefan K. und seine Komplizen. Problematisch für die Anklage, es ist nicht mehr eindeutig, wie und wann Andrea K. ums Leben kam. Sie wurde vorher in einer Garage gefangen gehalten, dort wohl gequält und gewürgt. Weil sich die genaue Ursache für ihren zweifellos gewaltsamen Tod nicht klären lässt, plädiert die Staatsanwältin auf versuchten Mord durch Unterlassen. Das Urteil ist gerade gefallen. Ja, und Bildreporterin Christine Wahl war bei der Urteilsverkündung mit dabei. Christine, es ist ein sehr mildes Urteil geworden. Wie haben die Richter das begründet? Genau, das Urteil wurde um 10.15 Uhr hier vom Richter verlesen und das Strafmaß ist für alle 3 Angeklagten sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen. Also der Haupttäter wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt. Mit der Begründung, ihm wird vorgeworfen, schwere Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung durch Unterlassung. Die beiden Mittäter sind jeweils zu 3 Jahre und 9 Monate Haft verurteilt worden, beziehungsweise 2 Jahre und 9 Monate Haft. Wie hat der Richter das begründet? Es handelt sich hierbei um einen reinen Indizienprozess. Zahlreiche Zeugen, die im Laufe des Prozesses hier ausgesagt haben, haben sich immer wieder in Widersprüche verwickelt. Diese Aussagen konnten also nicht gebraucht werden. Teilweise sind Zeugen hier sogar alkoholisiert und unter Drogen erschienen. Dementsprechend waren auch diese Aussagen einfach nicht relevant mehr für den Prozess. Eine vorsätzliche Tötung hat die Kammer hier ausgeschlossen, weil aufgrund der Indizienlage konnte keinem der drei Täter, die hier angeklagt waren, zugeordnet werden, wer Andrea nun wirklich getötet hat. Deswegen wurde hier auch von einer lebenslangen Haft einfach abgesehen. Was der Richter jedoch in seiner Begründung festgestellt hat, ist, dass Andrea K. nicht ertrunken ist. Todeszeitpunkt war die Garage. Aufgrund von äußerlichen Verletzungen geht die Kammer hier von Erwürgen aus. Christine, wir haben heute Morgen ja auch schon mit dem Bruder der ermordeten Andrea gesprochen, der natürlich sich ein hartes Urteil erhofft hatte. Gab es irgendwelche Reaktionen jetzt nach dieser Urteilsverkündung?
Der Bruder von Andrea hätte sich sicherlich eine lebenslange Haftstrafe für alle drei Täter gewünscht. Das ist jetzt hier nicht eingetreten. Bei der Urteilsverkündung war er sehr ruhig. Er hat sich das genau angehört. Er sitzt auch jetzt immer noch drin und hört sich die Begründung des Richters ganz genau an. Die Angeklagten haben auch keine Reaktion gezeigt, aufgrund natürlich von Corona muss natürlich auch jeder hier im Gerichtssaal eine Maske tragen, was natürlich auch die Reaktion, die Gesicht im Gesicht natürlich auch etwas erschwert, auch wahrzunehmen ist. Ich denke aber und ich bin davon überzeugt, dass Gregor, der Bruder von Andrea, nicht zufrieden ist tatsächlich mit dem Urteil, weil er hatte mir zuvor, bevor der Prozess losgegangen ist, auch noch gesagt, er hätte sehr, sehr schlecht geschlafen, er zittert am ganzen Körper, er hätte lebenslänglich bekommen. Er muss ein Leben lang damit leben, dass seine Schwester so auf so einer grausamen Art und Weise ihm genommen wurde und er meint auch, er wird sich eventuell auch in Therapie begeben müssen. Glaubst du, dass die Nebenklage, dass die Familie noch mal in Revision gehen wird? Wenn ja, wie stehen die Chancen? Das ist aktuell tatsächlich schwer zu sagen. Also gerade läuft noch die Begründung. Das Landgericht hat vorhin gesagt, es wird mindestens 2,5 Stunden dauern, bis Urteil und Begründung hier abgeschlossen sind, also bis 12.30 Uhr, 13 Uhr. Dann wird man sich sicherlich einmal zusammenfinden, Nebenklage. Auch die Strafverteidigung wird sich nochmal mit den Angeklagten zusammensetzen. Man wird sich in einen Raum zurückziehen. Man wird die Urteilsbegründung vorlegen. Man wird die Beweislage dagegen halten und dann muss man tatsächlich abwägen, ob es hier noch mal Sinn macht, in Revision zu gehen. So ein Prozess kostet natürlich auch Geld und es muss auch finanziert werden. Von daher werden natürlich Strafverteidigung bzw. Nebenkläger natürlich auch noch mal ganz genau schauen, macht es Sinn, hier noch einmal in Revision zu gehen. Ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht mit jemandem reingegangen, weil ich weiß, dass es ein Freund geworden ist, wie der ist.